Hallo meine Lieben, ich bin's nochmal. Ich habe eine Anfrage bekommen von der lieben Mandy vom Dataffy Design, ob ich mal ihren Shop vorstellen möchte. Dann hat sie mir ein Paket gegeben. Sie wohnt ja gleich bei mir in der gleichen Stadt und wir sind zufällig auch verwandt. Und daher mache ich das doch gerne. Sie hat gleich gesagt, ich kann mir was aussuchen, was ich gerne hätte. Und da gucken wir gleich mal rein zusammen. So, so schön zugeklebt hier. Also ihren Shop verlinke ich euch auch auf der Seite, also auf der YouTube-Seite. So, gucken wir mal rein. Ich weiß noch nicht, was sie reingepackt hat. Sie hat gesagt, sie überrascht mich. So, hier liegt ein Zettel. Ich lese mal vor. Hallo, liebe Annette, vielen Dank, dass du meinen Shop auf deinem Kanal vorstellst. Ich habe dir ein paar Kleinigkeiten aus meinem Shop zusammengepackt. Ich würde mich freuen, wenn du dir als kleines Dankeschön davon etwas im Wert von 20 € aussuchen würdest. Mein Shop bereitet mir große Freude, daher habe ich vor, diesen Stück für Stück aufzubauen. Jedoch stehen an erster Stelle meine Kinder. Daher wird dies Stück für Stück erfolgen. Herzliche Grüße, Manny von Dataffy Design. So, ist auch ein ganz süßer Banner, finde ich. Den kleinen Reh, sieht richtig niedlich aus. Also sie hat alles in ihrem Shop für Kinder. Sie macht selber Sachen, stellt selber Sachen her und sie kauft auch Sachen, die sie natürlich weiterverkauft. Zum sehr günstigen Preis, wie ich finde. Und wir schauen jetzt einfach mal rein. Hier schon mal mit einer coolen Serviette. Das sieht doch schon mal toll aus. Das ist ja fast wie ein Tauschpäckchen. Die Mini sollte vielleicht mal ein Tauschpäckchen machen. So, gucken wir mal rein. Und zwar, was nehmen wir denn zuerst? So, ich lege mal den Karton ein bisschen beiseite. Habe ich den ganzen Tisch hier voll. So. Fällt die Hälfte runter. So. Und zwar, meine Ärmel sind immer zu kurz. Ich bin zu groß. So. Und zwar haben wir hier einmal, das sind Pompons. Die sehen echt witzig aus. Süße Pompons für kleine süße Mädchen. Ich weiß jetzt die Preise nicht, da könnt ihr in ihrem Shop noch mal gucken. Ich glaube 5 €, also es ist nicht teuer. War überhaupt gar nicht teuer. So, dann haben wir die, finde ich auch mal richtig klasse. Da sind ja, das hört ja gar nicht mehr auf. So viele Stempel, also da hat sie so eine riesen Stempel, die sind ja auch für Kinder. Super, also die sind von der, die fassen sich richtig cool an. Also ich zeige euch mal, was da für Motive drauf sind. Einmal ist hier so ein Wetter, so ein, na, Thermometer. Genau, dann habt ihr eine Wolke mit Schneeflocken so rum. Nee, so. Ich weiß jetzt gar nicht, die Kamera ist jetzt, glaube ich, ein bisschen so. Naja, jedenfalls eine Wolke mit Schneeflocken. Dann haben wir hier eine Wolke oder mehrere Wolken. Die können natürlich die Eltern auch gut nehmen für so als Belohnungssystem für einen Kalender. Das finde ich auch ganz klasse. So, heute warst du nicht so lieb, heute kriegst du mal ein paar Wolken. Heute bist du lieb. Hier, heute war gerade, naja, so mit einer Wetterfahne. Oh, hier war das Kind ein bisschen bockig. Nein, also ich denke, da kann man sich richtig was einfallen lassen. Hier die Wolken mit den Regentänen. Ich denke, auch für Scrapbooking kann ich mir das auch gut vorstellen. Für Kartengestaltung ist eine riesige, tolle Sonne. Die sieht richtig, die sind auch richtig gut verarbeitet. Die sind richtig toll. Die Stempel. Und hier ist nochmal eine Regenwolke. So, sind 2, 6, 7 Stempel. Und ich glaube, die waren auch richtig günstig. Schaut mal nach, ich weiß, ich kann es jetzt nicht mehr genau sagen. So. Ich stelle mal die Kamera ein bisschen, dass ihr mehr sehen könnt. So, was haben wir denn hier noch drin? Mini, hast du aber schön eingepackt.
noch mehr Stärke. Oh. Gucken wir mal, was das für alles für Stempel sind. Einmal ein Vögelchen. Ich glaube, die werde ich mir aussuchen, weil ich die für meine Wundertüten gut benutzen kann. Schiebe mal die großen Stempel ein bisschen beiseite. So, damit ihr die anderen auch sehen könnt. So, was haben wir hier? Hier haben wir eine Blume. So, ein Blümchen. Also das würde sie auch als Set anbieten, denke ich. Hier ein Schmetterling. Meine Tochter hat immer Finkerling gesagt, total niedlich. Hier eine Eule. Da ist sie nochmal. So, ein Frosch. Ich hoffe, ihr könnt es jetzt gut sehen. So, hier ist ein Mond mit Stern. Die sind richtig, ich finde die auch total schön, die handliche Größe. Und eine Libelle. Und ein Marienkäfer. Und ein Stempelkissen. So, das ist als Set. Schaut mal nach, wie die Preise sind, aber ich weiß, dass sie wirklich günstig sind. So, jetzt schauen wir mal hier. Hier hat sie, das ist selbst gemacht, die Kirschen. Ach so, sie stellt ja viele Sachen für Kinderküche, für Kaufmannsladen her. Und da bastelt sie natürlich selber, sind hier zwei Kirschen. Einmal hell und einmal dunkel. Huch, könnte man ja direkt als Ohrringe fast nehmen. Also ich finde, ich schuldig, man macht auch viel Arbeit, hier das zusammenzunähen. Und ja, gefallen mir gut. Vielleicht behalte ich die gleich für Linas Küche. Die finde ich süß. Kann man natürlich auch als Deko für ein Geschenk nehmen. Finde ich auch gut. Gucken wir mal hier. So, und hier hat sie sich aber eine Mühe gemacht, das hier einzupacken. So, und jetzt kriege ich das jetzt hier nicht ab, muss ich die zerreißen. So. Was haben wir hier? Haben wir Topflappen drin mit dem bekannten tollen Punktedesign. Ich stehe auf grün und rot, also den finde ich total klasse. Also die finde ich auch richtig schön. Auch schön klein, auch passend für die Kinderküche oder natürlich für die Küche der Mutti. So, hier ist so viel drin. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst nehmen soll. So, was ist das hier noch? In einem kleinen Schmuckbeutel. Zwei Haarspangen. Die sehen auch niedlich aus. Oh, die habe ich noch gar nicht gesehen. Einmal als Schleife und einmal zwei Hütchen. Die sind richtig süß. Richtig niedlich. Die sind hinten mit so einer Klammer hier dran. Echt niedlich. So. So, dann habe ich hier noch. Ich habe ja gesagt, dass ich so Federtaschen mag. Und da hat sie mir natürlich gleich wieder eingepackt. Upsala. Gucken wir gleich mal an. Und zwar, die sind alle von Niki. Oh, ich glaube, die kosten um die 15 Euro im Laden. Bin mir jetzt nicht sicher. Die waren ziemlich teuer gewesen im Laden. Ich habe die schon mal gesehen. Und bei ihr sind die echt günstig. Ich glaube, 7 Euro oder 8. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe leider die Preise nicht. Ich gucke einfach selber nach. Die ist richtig flauschig und mit so einem süßen Igel hier mit der roten Nase und hier passend dazu mit weißen Punkten. Die ist mal richtig schön flauschig. Die kann ich auch für mein Werkzeug nehmen. Und richtig schön. Das ist die erste. Also die Federtaschen, glaube ich, ist so mein Favorit. So, hier haben wir eine Lammfell. Die ist auch total schön mit dem Schäfchen drauf und die sind auch alle echt super Qualität, auch von Niki, sind alle von Niki. Und das ist eigentlich fast wie ein Kuscheltier, ist gar nicht wie eine Federtasche, ist richtig, richtig kuschelig, kuschelig, kuschelig. So, das kriegen wir gar nicht mal alles aufs Bild drauf, so. Und die ist so süß, ich glaube die Lina, die steht total auf Hasen, wenn sie die Federtasche sieht, dann
Da weiß ich ja schon, was ich eigentlich nehmen muss. Also die ist total schön. Hier sind die Öhrchen nochmal so ein bisschen extra angenäht. Hier an der Seite ist es braun. Und die sind super weich. Also ich finde, nur als Federtasche sind die eigentlich zu schade. Die muss man auch für... Vielleicht kann ich mir da irgendwelche Perlen oder irgendwas... Irgendwas mache ich mir da rein. Also ich denke, dass ich diese nehmen werde. Und vielleicht nehme ich noch die braune Igel. Federtasche, ich weiß es noch nicht. Aber die finde ich schon am besten. Beziehungsweise weiß ich, dass meine Tochter die gleich nehmen würde. Ist ja immer noch was drin. So viele Sachen hier. Manni, da hast du dir aber eine Arbeit gemacht, das alles noch so einzupacken. Du wolltest die Spannung hochhalten. Es tut mir echt leid, dass ich die Servietten kaputt machen muss, aber... Mit Klebeband kriegst du nicht heile ab. So, schauen wir mal rein. Ach, das hat sie wieder selber gemacht. So. Und einen schönen Bilderrahmen. So, so. Mit kleinen Eulen drauf, rot bemalt. Ist ja doch immer schon ein bisschen Arbeit. Aber ich finde, Handarbeit sieht halt immer individueller aus als gekaufte Sachen. Schön. Hast du gut gemacht. Wo lege ich es jetzt alles hin? Ich lege es hier vorne. Ist immer noch was dran. So, dann haben wir hier noch ein Beutelchen. Den mal aufmachen. Ach ja, okay. Also den Beutel gibt es auch bei ihr zu kaufen. So, und dann macht sie ja auch aus Fimo. Ich habe sie ein bisschen angesteckt mit meiner Bastelleidenschaft. Und sie macht jetzt für Kinder, für die Kinderküche und für die Kinderküche? Ja, Kinderküche. Und Kaufmannsladen macht sie dann hier so eine kleine Leckereien. Hier haben wir ein Salamibrot. Mal hier hin. Dann haben wir hier einen Kuchen. Also ihr müsst euch mal vorstellen, wie viel Fimo man hier braucht. Und dann schaut mal, was sie da an Preisen. Also es ist völlig gerechtfertigt und völlig in Ordnung. Und ich finde es besser als diesen Plastik. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist ja viel, sieht viel lebensechter aus. Und hier mit Salat und Käse und sogar hier diese Sesamkörner sind drauf. Also es ist wirklich, da kann man echt nichts falsch machen. Und die Kinder freuen sich, meine Tochter spielt immer damit. Die hat ja von Tante Manny schon viel geschenkt bekommen. Hier haben wir noch ein Brot mit Käse. Und die sind auch alle nicht lackiert. Falls die Kleinen doch mal reinbeißen möchten, weil es so echt aussieht. Hier haben wir eine Eierstulle. Die finde ich, sieht total lecker aus. Kriege ich gleich Appetit. Ich glaube, ich hole mir gleich mal was aus der Küche. Hier haben wir noch auch ein Kuchen. Hat sie hier mit diesen Punkten und dem Rot. Punkte ist ja nun völlig modern und auch genau mein, ja, was ich halt so gerne mag. So, dann hat sie hier noch ein Cupcake, einen großen mit Kirschen und Sahne. Sieht auch gut aus. Na Manni, da machst du ja ganz schön viel hier. Mit drei Kindern. Hier ein Negerkuss. Ein angebissener Negerkuss. Nein, ein Schaumkuss. Entschuldigung, ein Schaumkuss. Darf man ja nicht mehr sagen. Das haben wir früher mal gesagt. Ein Schaumkuss. Uiuiui, jetzt wird mir hoffentlich keiner sauer sein. Hier noch eine angebissene Schokolade. Da könnt ihr mal sehen, so alte wie sagt man denn? Eigenschaft? Nein. Gewohnheiten kann man nicht so schnell ablegen. Wenn man nicht drüber nachdenkt, sagt man es dann doch. So, hier haben wir noch einen mit Punkte. Die finde ich auch ganz niedlich. Also diese Fimo-Sachen, die finde ich auch echt klasse. Und die Manny ist gerade dabei, wirklich ihren Shop aufzubauen. Und sie hat auch schon gut verkauft und gute Bewertung bekommen und... Sie macht das echt toll, sie verpackt es auch ganz liebevoll und
für den Preis, man kann echt nichts sagen. Man kann wirklich nicht meckern. Das ist echt völlig gerechtfertigt, wenn ich überlege, was so ein Stück Fimo schon alleine kostet. Und dann noch diese Arbeit, die da drin steckt, ist es echt, es ist auf jeden Fall wert, sich das zu kaufen. Hier haben wir noch eins drin, ein letztes. Gucken wir da nochmal rein. Ach, da haben wir noch ein Stempel. Oh, der ist auch niedlich. Da haben wir hier so eine Eule, eine Raupe, ein Häschen und ein Löwe, ein Elefant natürlich, ein Elefant. Oh Mann, ich bin Muschucke. So, kann schon nicht mehr reden. Hier mal ein Elefant, da eine Raupe, eine Eule und ein Häschen. Dann kann man natürlich so schön halten und dann immer so drücken. Jetzt ist schon mein Mund fusselig. Ich bin gar nicht gewöhnt, so viel zu reden, so zu plabbern. So, jetzt habt ihr alles mal gesehen, alles durcheinander. Es tut mir leid, ich habe hier nicht so viel Platz. Alles durcheinander und ich kann euch den Shop echt ans Herz legen. Sie ist sehr nett und die Produkte sind super und ja, schaut einfach mal rein. Ich verlinke ihn unten in der Infobox und sie würde sich bestimmt freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Dann wünsche ich euch Basteltanten alle noch einen schönen Tag und hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Tschüss!